Magnifizenz, Spektabilitäten, Herr Oberbürgermeister, meine sehr geehrten Damen und Herren. Mein Name ist Michael Kranz und ich darf für die Universitätsgesellschaft Bonn, die Vereinigung der Freunde, der Förderer und der Alumni der Bonner Universität, die wichtigsten Preise verleihen, die wir jedes Jahr am Tag der Eröffnung des akademischen Jahres hier vergeben. Wir fördern gerne die Bonner Universität, denn uns liegt ihr Ruf am Herzen. Und unsere Mitglieder und Förderer, wozu auch viele Bonner Unternehmen und auch Sie, Herr Oberbürgermeister, zählen, steuern erhebliche Mittel bei, um dieses Ziel zu erreichen. Daraus finanzieren wir nicht nur die Preise. Wir finanzieren zahlreiche Deutschlandstipendien. Wir fördern das Universitätsfest. Wir finanzieren den Ernst-Robert-Curtius-Preis und unzählige Initiativen hier an unserer Bonner Universität. Und wir bezahlen damit auch die Preise, die wir heute verleihen, den Promotionspreis und den Bonner Preis für die Medizin, den Initiativpreis und den Preis des Oberbürgermeisters für eine Forschungsarbeit mit Bonner Bezug. Aber wir wollen nicht nur Preisträger ehren, wir wollen auch aufmerksam machen darauf, welche hervorragende Arbeit an dieser Universität geleistet wird, ob im wissenschaftlichen oder im gesellschaftlichen Bereich. Zum vierten Mal, Herr Nimptsch, können wir heute aufgrund einer persönlichen Spende den Preis des Oberbürgermeisters verleihen. Ich darf das nun zusammen mit Ihnen tun, Herr Nimptsch, und ich freue mich, dass Sie an Ihrem vorletzten Arbeitstag die Zeit gefunden haben, zu uns zu kommen. Wir verleihen den Preis an Frau Stefanie Christine Pasternock und ich darf Sie bitten, nach oben zu kommen. Sie werden für Ihre Arbeit das Viktoria-Bad Bonn, nicht das Viktoria-Carré, sondern das Viktoria-Bad Bonn, mit dem Preis des Oberbürgermeisters ausgezeichnet. Diese Arbeit wurde von Frau Professor Kier vom Kunsthistorischen Institut betreut und das Ziel dieser Arbeit, das haben Sie eben in dem kurzen Film gesehen, war es, die Baugeschichte des ersten Hallenbades in Bonn von den Anfängen um 1900 bis heute zu erfassen und dokumentarisch aufzuarbeiten. Die Universitätsgesellschaft Bonn verleiht Frau Stefanie Christine Pasternock den Preis des Oberbürgermeisters in Anerkennung ihrer hervorragenden wissenschaftlichen Arbeit, Viktoria Bad Bonn. Und ich glaube, neben dem großen Wandbild, das ja denkmalgeschützt auf jeden Fall erhalten wird, wird auch ihre Arbeit dann die Geschichte transportieren. Herzlichen Dank dafür. Ich darf nun den Promotionspreis, der mit 10.000 Euro dotiert ist, den Medizinpreis, der mit 5.000 Euro dotiert ist und den Initiativpreis 2.000 Euro übergeben. Dazu bitte ich alle Preisträger hier nach oben. Unser Auswahlgremium unter der Leitung von Professor Dr. Höft hat die jeweils zwei besten Promotionen aller Fakultäten sich angeschaut, 6 Kandidaten in einer Vorauswahl zu einem Gespräch gebeten und hat den Promotionspreis,
der betreut wurde von Herrn Professor Klemm vom Physikalischen Institut, mit der deutschen Umschreibung, ich erspare mir den englischen Titel, wie viele Möglichkeiten gibt es, unsere Welt geometrisch zu erforschen, ausgewählt und würdigt damit die Arbeit von Herrn Dr. Maximilian Porezkin. Herzlichen Glückwunsch. Lassen Sie mich dazu noch eins sagen. Diese Arbeit hat sowohl innerhalb der Physik als auch der Mathematik international Beachtung gefunden und sie zu weltweiten Vortragseinladungen gebracht, unter anderem nach Harvard, Berkeley und Seoul. Ich glaube, das ist besonders erwähnenswert. Die Universitätsgesellschaft Bonn, Freunde, Förderer, Alumni, verleiht Herrn Dr. Maximilian Porezkin den Promotionspreis 2015 in Anerkennung seiner hervorragenden wissenschaftlichen Arbeit. Dazu herzlichen Glückwunsch. Ich komme zum Preis der Bonner Medizin, gestiftet von dem berühmten Chirurgen Professor Dr. Dederich. Die Eltern von Ihnen werden ihn noch kennen und sich vielleicht auch an den ein oder anderen Eingriff von ihm erinnern. Er geht an Herrn Dr. Marc Christian Thier, der betreut wurde von Professor Frank Edenhofer im Institut für Anatomie und Zellbiologie, für seine herausragende Arbeit Reprogrammierung somatischer Zellen in neurale Stammzellen mittels direkten Proteintransfer. Das habe ich unfallfrei rübergebracht. Ich bin nicht stolz. Damit komme ich zum Initiativpreis. Dieses Preisgeld teilen wir uns mit der Universität und es ist gedacht für eine studentische Initiative, weniger im wissenschaftlichen als mehr im gesellschaftlichen Bereich. Und in diesem Jahr erhält die Initiative Hiking Society Bonn, die von Professor Menz betreut wird und hier vertreten wird durch Frau Bolte. Da ist sie, wir haben sie ja eben auch im Film gesehen. Diese Initiative besteht seit 2013, ist eine Hochschulgruppe und richtet sich an alle Studierenden der Universität mit dem Ziel, diese im Rahmen von Tageswanderungen zusammenzubringen. Die Gruppe bestand im letzten Jahr aus 32 Mitgliedern. Sie kommen aus allen Teilen der Welt und ihr nationaler Hintergrund ist ebenso bunt wie ihr Akademiker. Und übrigens, jeder Hochschulangehörige, ob Student oder wissenschaftlicher Mitarbeiter, Professor, Lehrstuhlinhaber oder Rektor, alle können daran teilnehmen. Sie sehen, meine Damen und Herren, sehr gute Arbeit und großes Engagement werden honoriert. Beides zeichnet die Bonner Universität aus und möge dies auch in Zukunft so anhalten. Wir, die Universitätsgesellschaft, werden es weiter fördern. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Magnifizenz, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, lieber Herr Dr. Resch, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir haben ja noch einen Preis. Das war die erste Filmeinspielung, die Sie gesehen haben. Ohne gute Lehrerinnen und Lehrer keine gute Bildung und ohne gute Bildung keine gute Wissenschaft. Das ist die feste Überzeugung der Deutsche Telekom Stiftung und auch meine eigene als Geschäftsführer dieser Stiftung.
mit dem Preis für MINT-Lehrerbildung an der Universität Bonn, der mit 10.000 Euro dotiert ist, verleihen wir dieser Überzeugung seit 2012 Nachdruck und unterstützen damit die Wiedereinführung der Lehramtsausbildung an der Universität Bonn. Wir verbinden natürlich mit der Preisvergabe die Hoffnung, dass das Lehramtsstudium in Bonn die Aufmerksamkeit und Unterstützung erfährt, die es verdient. Als wir die Empfehlung des Bonner Zentrums für Lehrerbildung, den Preis in diesem Jahr an Dr. Thoralf Resch zu vergeben, hörten, haben wir uns besonders gefreut, weil wir Herrn Resch nämlich schon länger verbunden sind und das sei an dieser Stelle auch einmal erwähnt. Der Rektor hat es in seiner Rede schon am Rande erwähnt, nämlich er betreut das Frühstudium Fördern, Fordern, Forschen, was wiederum die Deutsche Telekom Stiftung seit ihrer Gründung hier in Bonn finanziell unterstützt. Und deswegen kennen wir uns schon eine ganze Weile und ich freue mich jetzt, Ihnen den Preis überreichen zu dürfen. Ich lese das mal vor. Den Preis für MINT-Lehrerbildung der Deutsche Telekom Stiftung an der Universität Bonn erhält Dr. Thoralf Resch, Mathematisches Institut der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn. Die Auszeichnung für seine besonderen Verdienste in der Lehrerbildung im Fach Mathematik an der Universität Bonn, Bonn im Oktober 2015. Professor Dr. Wolfgang Schuster, Vorstandsvorsitzender, und Dr. Eckhard Winter, Geschäftsführer der Deutsche Telekom Stiftung. Herzlichen Glückwunsch, Herr Resch.